Ich backe sehr, sehr gerne Übernachtgebäck, besonders zum Wochenende. Und heute möchte ich euch ein Übernachtbaguette zeigen mit getrockneten Tomaten und Gewürzen und zeige euch die Zutaten dazu. Wir brauchen 500 Gramm Mehl, Typ 550 und 500 Milliliter Wasser und ganz, ganz wenig Hefe. Also kann auch ohne sein. Dann habe ich getrocknete Tomaten, Salz, Chilipulver, getrockneten Oregano und ein bisschen Rosmarin. Ich gebe jetzt über die Tomaten ein bisschen Mehl, weil ich die einmal gewaschen habe. Die sind nass, deswegen gebe ich Mehl darüber. Ich habe ganz normales Mehl genommen und alle anderen Zutaten gebe ich jetzt in eine hohe Schüssel hinein. Erst habe ich das Wasser mit dem Hefe vermischt und dann die restlichen Zutaten hineingegeben. Das Ganze braucht ihr gar nicht mal lange zu kneten, einfach mit einem Holzlöffel vermischen und dann könnt ihr mit den Händen so ein bisschen rühren. Also nicht so richtig lange kneten. Jetzt gebe ich die Tomaten noch mit hinein. Und werde das Ganze einmal ganz kurz leicht kneten, deckt das mit einem Küchentuch ab und lasse das erstmal im Zimmertemperatur eine Stunde gehen. Dann gebe ich das über Nacht in den Kühlschrank. Ich werde meine Baguettes dann nächsten Tag backen. Nächsten Tag habe ich den Teig aus dem Kühlschrank rausgeholt und den im Zimmertemperatur noch mal eine Stunde gehen lassen. Das ist ein klebriger Teig, wundert euch nicht. Ich habe ein bisschen Mehl darüber bestreut und gebe auch auf meine Arbeitsplatte reichlich Mehl und werde den Teig in zwei gleichmäßige Stücke teilen. Ich werde aus diesem Teig zwei Baguette backen. Und ihr könnt hier auch sehen, dass es ein sehr klebriger Teig ist und ich arbeite hier mit sehr viel Mehl und rolle den Teig einmal ein und drehe den währenddessen auch noch. So nimmt das eine Form, also das ist super einfach, die Baguettes zu formen und so gebe ich das dann auch auf das Blech und nach dem Backen sehen sie richtig wunderschön aus. Also einfach so eine Rolle formen und dabei eindrehen. So nehmen die Baguettes die Form. Ich habe die dann auf ein Blech gegeben, welches ich mit Backpapier ausgelegt habe, reichlich Mehl darüber gegeben, mit einem Küchentuch abgedeckt und auf dem Blech weitere 15 Minuten gehen lassen. Jetzt werden die bei 220 Grad gebacken. Ich gebe noch einen Topf in den Ofen mit Wasser gefüllt, damit das auch schön dampfen kann. Und so sehen die dann nach dem Backen aus. Die waren richtig, richtig knusprig und lecker. Das wäre es dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Probiert das unbedingt aus. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Tschüss!